Moin Leute, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Forts Multiplayer Gameplay. Hey. So. Jetzt wollen wir mal zusehen, dass wir hier unsere Tag schnell gesetzt bekommen. Zack. Warten wir hier auf 600. Und dann bauen wir uns komplett neu auf. So. So. Brauchen. So, so und so und so. Und dann brauchen wir 52er Boxen und tarnen uns als Laser. Ja. So tarnen wir uns. Und jetzt bauen wir unsere Waffen schon. Unsere Gunner. Ja. So, unsere Waffen sind unterwegs. Jetzt können wir unsere Base ein bisschen schützen. So. So, da sind unsere Waffen. Wir können das ja. Jetzt warten wir erstmal auf. Oh, scheiße. Wir fahren die ganze Zeit auf Miniminen. Wir müssen natürlich noch mehr Minen bauen. Wir warten jetzt gleich noch auf die nächste Mine, wo wir jetzt auch eigentlich auf 375 Damage machen, warten müssen. Aber dann machen wir halt einen Gunner erst fertig. Oder zwei. Den letzten ziehen wir danach. Ja, wir müssen jetzt erstmal das durchbringen. Ich habe natürlich voll die Minen vergessen. Aber das ist, wie das ist. Ja, das ist jetzt nicht so dramatisch. So, jetzt bringen wir den nächsten hoch. So, und dann haben wir die Waffe schon mal fertig. Und dann geht das los. So, jetzt machen wir Schutz. 161. 162. So. 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 Und bring vielleicht die letzte Mine jetzt noch durch. Und dann haben wir das. So. Jetzt bringen wir den nächsten Gunner dabei. So, 177. Und nächsten Damage. Ja, genau. Beep, beep, beep. Jetzt zwingen wir ihn dazu, Start zu machen. So, und dann machen wir selber Core Defense. Ne? Selber Core Defense wäre nicht schlecht. Und ein bisschen Wind wäre nicht schlecht. So. So, hier haben wir vergessen, der kann nicht schießen, da er nicht schießen kann. So. So, wir haben jetzt natürlich ein Windproblem, ein kleines, aber das lösen wir.
So, und jetzt schießen wir alles weg, was sich uns im Weg stellt. Ja, ganz einfache Geschichte. Hier packen wir ein Schild rein. Ganz einfache Geschichte. So machen wir das. Ja, dabei müssen wir jetzt unsere Tech bringen. Ganz einfache Geschichte, ne? That's it. Damit rechnet man immer nicht. Das ist so. So, damit rechnet man immer nicht. So. So. So, Technology. Ach so, ist noch nicht fertig, unsere Tech. Würde ich ganz gerne fast so eine Batterie bringen, hier hinter. Komm mal nachher. Da würde ich ganz gerne Windturbinen schützen. So. Das könnten wir auch noch machen. Und jetzt bringen wir hier hinter unseren Dings, unsere Tech. Und dann passt es schon. Ganz einfache Geschichte. Dann versuchen wir mal nochmal kritische Infrastruktur zu treffen. So, jetzt sind wir da. Ja. So, bei uns sind Schilde mehr wert. deswegen würde ich vorschlagen, dass wir hier noch ein klitzekleines bisschen More Defense vom Kern machen und dahinter Schilde platzieren. So, das ist so. Waffe. Waffe ist platzierbar. Machen wir so eine Boxen. Machen wir Waffe. Achso, die Tech ist wieder nicht fertig. So, machen wir das doch so. Nein, das will kein Mensch. Aber das will auch kein Mensch. Ey, ich will diese Pissnote da. Ach, das ist doch. Also da verbrauche ich so viel Zeit. Ja, weg mit dem Scheiß. Also ehrlich, weg mit dem Scheiß, Alter. Wer hat das bloß gebaut? Meine Fresse. Meine Fresse! Ich krieg...
Krieg nicht gezogen. Krieg von unten nach unten gezogen, ja. So, jetzt müsste ich doch aber eigentlich wenigstens mal eine Tür reinkriegen. So, jetzt muss ich hier aber mal. So, und jetzt hier Vordergrund Holz. So, ich float mir hier ein Wolf, Alter. Aui, aui, ich hab gleich einen Howie. So. Mehr Wind. Ich brauche mehr Wind. Das ist leider so. Na Leute, so macht man das. Ja, schade, sind wir direkt wieder rausgeflogen, aber hey, schönes Ranglistenspiel. Würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Tschüssi, Leute.